Ja, der gut gestimmt, die Musik. Zieh mich schon an. Sag mir, dass es Rap ist. Machen wir das noch bis um 11, dann wechseln wir mal rüber ins andere Spiel, ne? Ja, wenn ich stecke, also wirklich geht muss, habe ich heute nicht mehr los. Ich hab halt schon genug gespielt hier. Ich mach heute noch die Welten fertig, später. Oh, da ist einer gestorben. Ich hätte ihn ja aufgehoben, ist einfach abgehauen, hat er Pech, oder? Tja, wenn ich will. Ich habe halt echt keine Lust mehr wirklich auf Guild Wars. Du hast so viel hier noch zu tun, was du vor dir hast. Ja. Macht aber keinen Spaß. Ja, weil ich sag's mal so, das macht keinen Spaß, weil ich noch nicht so weit bin. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, es macht keinen Spaß, nur zu suchten. Ich suchte ja gar nicht. Ich pimmel durch die Welt. Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit zu suchten. Ich pimmel halt durch die Weltgeschichte rum, ne? Oh ja. Echt jetzt? War ja wieder klar. Scheiß Feuerdinger. Die machen Aua. Feuer tut prinzipiell weh. Würde ich mal so stumpf behaupten. Er fühlt sich entzündet. Gerade diese Kobolde immer, ne? Ach ja. Und der ist auch noch immun, das ist die Scheiße. Special Mobs wirst du da so schon öfters mal finden, die komplett gegen CC und sowas immun sind. Oh, shit, so, morgen können wir richtig reinhauen, du. Zusammen. Ja, mal pimmel ich eben die lebendigen Welten durch. Die dauern nicht lange, das habe ich bei dir gesehen. Die Story geht auch relativ fix. Weil ich mich überall die zweite lebendige Welt hält absichtlich auf, wenn du die ganze Zeit nur diese steuerbaren NPCs benutzen darfst. Fast. Das macht mir schon mal jetzt keinen Spaß, wenn ich das höre. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber hat einfach keinen Bock, du machst halt einfach unterirdischen Schaden an die Mob. Kommt einem so ein bisschen vor, als wenn du die Gegner mit Stein beschmeißt. Aber nicht so fest, da könnt ihr umfallen. Warte, um keine Sorgen, die haben dafür richtige Waffen. Du hast da nur irgendwelche Pistendolche zu pieksen. Ich bin aber überlegen, ob ich mir die
zumindest noch die Erweiterung erholen für Handwerker, damit ich alles habe. Ich würde gleich erstmal die beiden Berufe, die du so oder so brauchst, erstmal hochziehen. Meinst du erstmal die zwei reichen? Naja. Ich frag dich, du hast mehr Ahnung. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich habe auch erst meine beiden Hauptberufe hochgezogen. Und dann hast du da ein bisschen gefarmt und hast den weiteren geholt, oder was? Ja. Ich habe das dann halt gewechselt, als ich dann mal in einer anderen Klasse spielen wollte. Gut. Bleiben die Erfolge dann, oder wie? Da bleibt das alles. Ach, ich kann die so hochleveln. Nach und nach alle verschiedene hochleveln, oder wie? Ja. Ach so, ich dachte, das geht sonst zurück. Wenn das hochgrindest, weißt du, wie ich meine? Wie manche anderen spielen, wenn du Beruf dann wechselst, ist weg, weißt du? Nee, das macht man, das wird prinzipiell hier auch nicht so, aber du solltest erstmal die Berufe, die du überhaupt für deine Ausrüstung brauchst, holen, weil dann kannst du dir überlegen, ob du dir mal dann die Erweiterung für die Berufe holst. Ich kenne auch kein Spiel, wo es so wäre. Wenn weg, dann ist weg. Die meisten haben das auch wie ich gemacht. Wir haben einfach Berufe auf die Klassen, also auf mehrere Tricks aufgeteilt. Warum renn ich eigentlich immer in diese Kackdinger da rein? Welche Kackdinger? Spinni. Frag mich was Besseres. Da brech ich mich doch nicht, du blöde Kuh. Wo kommt denn der Eierkopf jetzt her? Kam der gerade aus dem Ei raus? Hier passieren Dinger. Ja, doch besser Highlight, was du noch feiern wirst, ist, wenn du gegen die Drachen kämpfst. Oh, da stehe ich ja voll drauf. Die Drachenkämpfe sind aber alle. Wir müssen sowieso Gas geben, weil du hast mich auf diesen scheiß Kriver geil gemacht, ne? Ja, für ein Ding. Kriver, dein Flugtier heißt so auf Englisch. Mann, was ist denn Greif? Ja. Kriver eben. Das kenne ich alle englischen Bezeichnungen. Jetzt heißt es gleich, jetzt sagt er mir gleich, du kannst schon mal viel Gold sparen. Ja, 250 Gold kostet der Spaß. Okay, was gibt den ersten Farmtag? Lohnt er sich? Relativ. Das ist halt die Vorvision von der Himmelssuppe. Wenn du allerdings den hast, dann ist die schöne Himmelssuppe auch nicht wirklich interessant, weil so viel mehr kann ich mit Schuppe jetzt auch nicht. Ja, fliegen eben, ne? Ja. Hier mit Schuppe kann der Luft bleiben. Der Greif, der stürzt immer ab, aber. Himmelschuppe musst du auch noch holen, ne? Könnte, müssen muss ich gar nichts. Der kann nicht viel mehr, als das, was meiner kann. Na, aber holen tun wir uns die doch trotzdem, oder ne? Also. Langsam kann man den mal dann erholen, wenn es soweit ist. Alter, geh doch da hoch, du. Umpfdödel, du. Umpfdödel, jetzt geht's los. Irgendwie leuchtet der ganze Kopf blau. Okay, ich hab da rein, gehe ich den ordentlichen Weg da rein, ist ja gut. Man kann nicht überall abkürzen, das ist ein bisschen blöd gemacht. Ja, es gibt paar Sachen in der Story oder so, die sind absichtlich so gehandhabt, sodass es einfach nur, damit es nicht alles zu einfach wird, aber das macht der BDO nicht wirklich viel anders. BDO? Ja, die tun keinem da was schenken.
Oh, fängt dann wieder an mit dem Schwimmen hier. Aber die Unterwasserkämpfe finde ich gar nicht so kacke. Ja, das liegt aber nur daran, weil du noch nicht in dem passenden Fraktal warst. Da gibt's bestimmt auch richtig krasse Waffen für Unterwasser. Da gibt's halt nicht immer noch nur die gleichen, weil es dafür keine Infinite-Spezialisierung gibt. Warte, der Dies kann ja noch werden. Ja, wenn es was werden würde, hätte das schon vor einer Weile passieren können. Also bei 10 Jahren hätte man doch schon mittendrin mal was machen können. Nach 10 Jahren ist das eher unwahrscheinlich. So, jetzt würde ich gerne einmal da in das Labyrinth da rein. Labyrinth. Nö, ich komme nicht zurück. Was mache ich denn hier schon dafür, Faxen? Aber die Größe ist jetzt so in Ordnung, ne? Von dem hier. Du hast von irgendwo was an. Ich sehe doch gar nichts. Nein, du weißt, wie groß er ist. Ja. Nicht mehr unterirdisch klein. Das sah aus. Er war echt klein. Ja. Ich hab mein Umstyling-Kit ja auch extra für eine neue Frisur benutzt. Außerdem ist der Streamer, lügt nicht. Soll streamen, bei mir ist gar nichts an. Ich habe aber den Stream an, habe ich gesagt. Ja, der ist nicht an. Mein Stream ist an. Bei mir nicht. Doch. Ah ja, weil du den angemacht hast. Aber er ist an. Erschreckt mich mal. Ich habe schon gedacht, willst du mich verarschen. Du bist weder bei Twitch noch bei Discord bei mir am Stream. Klar bin ich in Twitch am Stream. Doch nach, wenn du es mir nicht glaubst. Naja, ich finde es gerade eher lustig, dass es jemanden gibt, der den gleichen Namen benutzt wie du. Was? Ja, es gibt jemanden, fast den identischen Namen benutzt. Eigentlich so Unterschied bei euch beiden ist, dass du einen Unterstrich hast. Das war's. Schade, kann ich ihn nicht melden, weil er nämlich keine Kopie gemacht hat. Ach Gott, das schöne Labyrinth. Das meinte ich. Erstmal einen Weg gesucht. Ach ja, das ist auch so ein Highlight, das Ding. Hier kämpfst du gegen manche Scheiße hier. Der unsichtbare Pipi-Dinger da. Ja, ja, die Akku-Waffe. Das sieht aus, wie der mit dem Ding da drauf knüppelt. Benutzt nicht mal einen Heal, hast du gesehen? Brauch nur die Fläche hier. Oh, ist doch mal gut mit dem Verwirren-Kack. Ach du Hundesohn, du! Das ist eine Spezialität der Untoten. Festhalten und verwirren. Oder festhalten und verwirren. Dem hau ich jetzt ein paar auf den Kopf. Und weg mit dem Scheiß.
Ach, das ist das komische Kack. Aber was ist das? Aufständende Fäulermaul oder wie das Ding da heißt. Junge, das Zeug hat einen Namen hier. Ja. Ey, warum kommt denn der jetzt da angerannt? Was will der denn jetzt von mir? Ja, genau. Habt ihr das Spaß? Deshalb bringt er alle Freunde zu dir. Alle wollen so spielen mit dir. Für den Kolben ist das schon nicht schlecht, der Schaden, ne? Keine Ahnung, weil ich noch nie einen Kolben benutzt habe, aber bei irgendeiner Klasse kann ich nicht sagen, ob das überhaupt. Ich weiß, dass wesentlich mehr Schaden geht. Es geht ja bis zu 30.000 und aufwärts, das weiß ich ja schon. Aber mit was für eine. Das ist aber alles Damage-Bild. Komplett auf Damage. Jetzt hol ich noch da unten die Knoten und dann gehen wir rüber ins Horror-Game. Du willst mich doch nur killen. Ja. Dann später wieder hier zurück. Erkundung. Und das mache ich heute auf jeden Fall fertig. Die 11%chen. Kann kommen, was wolle. Ja, bei den Verlies müssen wir uns dann was einfallen lassen, weil ich habe irgendwie nicht so den Eindruck, dass Tula noch mal wieder auftaucht, irgendwie in nächster Zeit. Mach das mit dir. Randoms. Wir müssen aber mal gucken, ob Jack vielleicht Bock hat, dann mitzumachen. Ja, die würde ich auch noch gerne abschließen. Ja, wenn wir Fraktale laufen, da kann man tatsächlich sich den Witz erlauben, dass man schreibt nur Noobies in Fraktale, aber die ersten 10 Stufen, die sind nicht mal sonderlich schwer. Ich habe viele gesehen, viele gehen ohne einen Beherrscherpunkt da rein. Bis Stufe 20 geht's ja auch. Mach ich nicht. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Echt jetzt? Was haut mich denn da schon wieder? Och, hallo, mein Schnuggi-Wutzi. Eine kleine Elite. Hier sterben voll viele Leute an so Viechern. Ja. Elite ziehst du aber auch nicht so oft. Mit dem neuen Gebiet wirst du damit regelrecht beschmissen. Ja, ja, bessere Ausrüstung wie jetzt. Nicht so, dass die Leute da wirklich an den sterben, aber die machen selber trotzdem auch weniger Schaden an den, wesentlich weniger. Keine Ahnung, was sie da immer machen. Habe ich vorhin gehabt, dass ich im Echowald oder wie das Ding heißt, da umgepimmelt bin. Habe ich auch so eine Elite gefunden gehabt und ja, da war irgendeiner mit so einem Vieh am Kämpfen, da habe ich mir gedacht, guckst du mal zu. Also was war das? Ich glaube nach 2,5, 3 Minuten war das Vieh dann tot. Also ich glaube nicht mal, dass du so alles. Der Champion hier macht Aua. Der macht Aua, der da. Ja, ja, ich weiß. Du bist aber nett, du gehst den Mob einfach und holst dir das Ding. Hä? Wie bitte? Was gerade, was du meinst? Der wird ja wohl mit dem Mob klarkommen, oder? Also, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht in dem. Ey, ich schwör dir, ich habe vorhin jemandem geholfen. Bei diesem Champion de Pine und so, weißt du? Die da die Dots raushauen wie Sau.
Das Vieh fällt und ich sterbe an dem Dot. Denkst du mich an einen aufgehoben? Und seitdem laufe ich auch als keiner an den Leuten vorbei. Ja. Weil ich das ein bisschen frech fand. So was macht man nicht. Ah, es gibt halt genügend Leute, die sich immer wieder denken, ich bin mir selbst der Nächste, ne? Das können sie ja machen. Da hebe ich sie einfach nicht mehr auf. Bin ich ja nicht verpflichtet dazu, oder? Eigentlich wollten sie ja das Teamplay mit dieser Mechanik fördern, aber das funktioniert ja leider auch nur teilweise. Musst du überlegen, ich geh extra hin und helfe und dann bist du liegen gelassen. Aber das mit dem Mentorzeichen mit Legenden kommt, das klappt ganz gut. Oh, je nachdem, was du machst. Also es lohnt sich schon, das bei bestimmten Sachen einzublenden. Musst dir nur mal angewöhnen, wenn ich dir was zu einer Bossmechanik sage, dass du das dann auch machst und ich sag, ich kann stehen drin bleiben. Ja, das habe ich schon gerade gecheckt. Was du von mir wolltest. Oh, hier geht was, ist eigentlich auch genauso wie fast im MMORPG. Du wirst als Starcamper prinzipiell gemobbt. Boah, ich fahre ich ganz gut mit meiner Taktik. Ich kann im Moment noch nichts verbessern, du weißt doch warum. Ja. Trotzdem muss der ein oder andere Elite-Mob oder Champion oder sonst was vernünftig gespielt werden. Da kommst du eh nicht hoch. Nochmal, ich bin auch neu in dem Spiel. Ja, so viele verschiedene Mob-Typen gibt es nicht wirklich. Die nennen sich zwar immer anders, aber die tun trotzdem teilweise eine Kampfmechanik wieder aus anderen Gebieten einfach übernehmen. Kann ich auch nicht wissen, weil, wie gesagt, also ich glaube, der einzigste Mob-Typ, der dir richtig gut gefallen wird, sind die Killer-Frösche. Ja, die explodieren oder so ein Scheiß. Man, was der One-Shot man die? Nein, das sind Assassinen. Die tun nach hinten springen, AOE-Schaden mit Vergiftung machen und weichen dann konstant aus, bis du die da hauen darfst. Also richtige Homos. Ja, also richtige Abfuck-Homos. Einfach nur, weil du kannst so tanky sein, wie du willst, wenn du die nicht hauen kannst oder nicht treffen kannst, dann kannst du sonst was machen. Weil er dort dich einfach tötet. Muss man hier wieder mit dem Event rein oder was? Ich glaube ja, ich weiß es gar nicht. Ich guck mal, ob es da irgendwie einen Seiteneingang gibt oder sowas. Sieht so aus. Ja. Ich kann mich auch noch teilweise an die Events da erinnern. Eine Zeit lang gab es ja auch nichts außer da eine blöden Küste da rumzueiern die ganze Zeit über. Was anderes gab es ja nicht, was man machen konnte außer Simpelwüste. Kristallwüste, bin ich mal gespannt. Der Name hört sich irgendwie cool an. Ja, aber das ist so richtig typische Wüste, weil du da auch einen Sandsturm hast, wo du einen halben Blindflug machst. Ist das nicht der, der Schaden macht? Ja, da gibt's auch schon diverse Mobs, aber was da richtig nervig sein kann, da ist die Questur wieder vertreten und die haben wieder Waffen und alles, wo sie dich mit umnocken, von Plattform böllern und all so Scherze. Aber das Gebiet lohnt sich, ne? Also das ist ruhig das Event, was ich bei oder was du gesucht hast. Die gehen da drin jetzt gleich da irgendeinen Boss beschwören. So schön. Bin doch fertig. Wenn die Saftsäcke so lange brauchen. Oh.
Boah, ich weiß nicht, was mit einem permanent müde, ey, das nervt. So, den hau ich hier noch und dann gehen wir rüber. Also, der ist schon tot. Toll. Mann, bist du langweilig! Du Fortuna, Klageruf, keine Ahnung was. So, Demonologist. Der Demo-Schiss. So. Ja, komm, ich muss mich für das laute Intro anhören. So viel schöner ist das auch nicht. Boah, ich muss mal eben. Ah. Aber ich spiele jetzt nicht die ganze Zeit Hospital, das ist langweilig, immer nur die gleiche Karte zu spielen. Ja, da ganz neue Sachen. Warte mal ab. Mach ich mal eine Lobby auf, würde ich sagen, ey? Doch, eine Lobby wäre nicht schlecht. Komm, ich versuche mal eine deutsche zu erstellen, ne? Vielleicht haben sie es ja mal gefixt. Give me a beer! Erstmal das Bier runtergeholt. Warte, schick dir das Passwort. So, die Musik aus, damit der ganze Spaß darüber kommt. Einfügen. Und bekommen. Ich sehe was, jetzt muss die Maus nur noch wollen. Ja. Du Transvestit. Ja. Audio. Was bist du denn für ein komischer Zuhälter? Ich bin ein Zuhälter, auf die Knie. Hello. Was? Hello. Geh du mit dem. Aber ich hab gar keinen Bock drauf. Ich ignoriere den gekonnt. Hilo. Hello. Gameplay, Audio. Lautsprecher, ne, Eingabemodus. Magst du mit dem reden? Hallo? Ich hab extra eine deutsche Lobby erstellt, Leute. What the? Oh my god, why is that cool? Look at my ass. Bin ich hier im Transen-Look oder was? Yes, it is very beautiful. Ah ja. Komm, die lassen wir sterben.
Why do everybody have so big ass? Das ist ärgerlich, so. Mach mal rein. Ich ärger die jetzt. Lass die vorgehen, ja? Ich hab um schwer gestellt. Alter. Was für ein Psychotrip. Ja, ja. Ich nehme erstmal einen Kruzifix. Gute Idee. Ja, nur wenn man zu spät in die Lobby reinkommt, sind die meistens weg wahrscheinlich. Oh ne, jetzt hängt das Spiel wieder auf, oder was? Ey, was ist denn das? Naja, ich wollte es gerade sagen, Alter. Haben sie immer noch nicht verbessert. What up? Oh my god. Wieso rennt eigentlich der Zoo-Held davor? Come on, boys. Yes, yes, yes. I have never played Hospital. Very cool. This is my third game. Very scary game. Hospital is cool. Oh my god, so cool. Why blood? I'm on stream, come on. Okay. Okay. Hallo. Schön, dass ich das nicht mit anhören muss. Ich bin nämlich noch ganz weit hinten. Hallo. Mr. Coolman. Lila lu du 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 du. Oh, the door is open in this room. Call me. Ja, call me, sagt er. Ah ja. Oh, the box. Whisper me. Hello, you know? You're the guy with the white shirt. The ghost box. That's the box. Oh, why he talking to us? Wow. Was war das denn für eine hässliche Fickfresse? Da. Ich habe den Durchblick, ich sehe dich. Is this the ghost room? Ghost, you asshole, show me. Oh. Hello again. Crazy. Ah ja. Ich hab jetzt wieder an. Ja, du mich auch. Sphinxstar im Hospital. Oh, wir sind rausgeflogen. Du auch? Ja. Alter, was hast du gemacht? Hast du eine öffentliche Lobby gemacht oder was? Keine Ahnung. Warum sind wir jetzt alle rausgeflogen? Keine Ahnung. Was ist denn das? Komm, wir suchen mal eine Lobby, mal gucken, ob wir was finden. Gehen wir mal Deutsch ein und dann finden wir keine einzigste. Keine Lobby gefunden. Yeah! Komm, wir machen zu zweit. Privat. Ich glaube, weil der einer dir rausgegangen ist, bestimmt. Finde ich nicht so cool, sowas.
Ja, deswegen mache ich mit Randoms auch prinzipiell kaum was. Also einfach raus. Ich würde direkt die erste überweisen nach ein paar Sekunden. Ich weiß ja auch nicht. Das finde ich immer traurig, du weißt, wie ich mein. Ach, das Beste war ja gerade einfach. Ich mache einfach ein WhatsApp und der ist direkt beleidigt. Stativkamera, Beruhigungspillen nehmen wir mal viel mit, je nachdem wie das Arschloch reagiert, ne? Stativkamera haben wir, eine Kerze nehme ich auch mal mit, haben wir alles. Ich stopfe einfach alles rein. Ja, auch. So. Ausrüstung voll. Pfui, wieso ist denn die voll? Weil ich hier voll gewichst habe. Wow, das war's bitte. Jetzt bin ich mal gespannt. Was meinst du? Ist da wieder Flur, Keller oben? Ich glaube, so viel hatten wir noch gar nicht. Naja, und das ein. Also, wir hatten den Platz. Wir müssen danach auch tote Ratten finden. Ja. Dann haben wir. Nee, Blutbeutel. Oh, ich mach mal den R2D2 Pieper hier. Da, ich wollte gerade Na, aufrecht. sagen. Ja, und was hast du? Gar nichts wahrscheinlich. Doch. Oh. Also, Ghostbox, du quatscht doch so gern mit denen. Und der antwortet mir aber nur, ich allein bin, der Hund. Schon geguckt? Ja. Die hässliche Fickfresse jetzt gleich direkt vor meiner Nase wieder auftaucht, ne? Hast du ja Schreck gehabt? Ja, das sah aus wie so von einem Horrorfilm, den ich Oh, letztens warte mal, gesehen habe. bevor du mit mir in den Raum gehst, die Tür ist nämlich oben. Weiß auch nicht mal, ob da einer drin ist, du Held. Hello again. Du musst rausgehen, sonst antwortet der mir nicht. Oh, als ob da einer ist, drin Hello ist. again. Speak with me, my friend. Sollte ich vielleicht erstmal rausfinden, wo der ist? Du Witzbold. Ach, ich rede einfach mit dem Svenem. Oh, alle haben mich erschreckt. Mentalen? Der ist hier drin, geh mal raus. Call me. Geh doch mal raus. Raus, du bist gleich los. Hello again. Can you speak with me, my friend? Hey. Are you here? Hello. Alter, was ist das denn hier? Wer hängt das gerade voll rum? Das sieht gleich Nö, aus. der will nicht mit mir reden. Das ist ein Arschloch. Komm, wir suchen den erstmal. Ja, ach, echt? Ja. Ich hab gedacht, du redest gerne mit den Regalen oder so. Dann können wir auch mal das Licht anmachen. Es gibt ja Geister, die mögen Licht, davon mal abgesehen, ne? Dedem. Der war hier der Lichtfalter. Dedem. Crazy. Ja. Crazy. Crazy, crazy. Er ist so goldig, der Kleine, ne? Der war auch nicht toll da, ne? Ja, schönen Dank auch. Toilette ist Also, jetzt. ja, ich habe gerade einen Psychoangriff gekriegt. Ich bin Psycho. Hello again. Der ist vermutlich oben. Oben ist Kacke. Oder im Keller. Also hier macht das Ding null Ping-Pong-Peng. Aber er konnte mich nicht leiden, das schon mal. Bei dem Ja, mich wahrscheinlich auch, nicht der hat dran. auch einen auf den Dötz gehauen, der Hund. Ah. Ja, wenn du auf schwer gestellt hast, habe ich sowieso schon fast Nein, nein, gemacht, nein, ey. habe ich nicht. Bin ich bescheuert oder was? Ich gehe erstmal allein in den Raum. Weißt du, der lässt mich nicht mal rausfinden, wo der Geist Ah ist, ja, aber. ich muss doch selber mit dem reden, der Wichskorb. Sie ist ja random, die Geisterbox. Hallo. Can you speak with me? I'm you here, my friend. Can you hear me? Oh. Come speak with me, my friend. You are tall.
Man muss hier du oben oder Keller? Ich gehe erst nach oben. Der ist hier. Hier im Flur? Ja, da war gerade ein Signal. Der rennt da, der ist gerade hier irgendwo hingelaufen. Such dir mal aus. Tell yourself, you bitch. Are you here? Hier oben. Ja, da ist gerade. Ja, du. Geh mal in den Raum rein. Nee, der ist hier. Ja, geh doch mal rein, ich muss mit ihm reden. Oh. Und noch? Give me a sign. I'm you here. Can you speak with me? Show yourself. Show you. I can see you. Hey, du bist schon wieder hier im Raum. Oh. Ja, ich. Das darfst du nicht. Ja, ist ja gut. I'm you here. Give me a sign. Show you. Show yourself. Come speak with me, my friend. Ach, shut up. Come on. Show you. Das steht gerade vor meiner Nase hier in der Tür. Show you. You asshole. Der ist hier drinnen, gell? Nö, der steht da immer noch, genau vor der Tür. Hier vor der Tür. Ja, jetzt ist er woanders hingelatscht. Na, dann muss ich mal. Hä? Habe ich nur zwei Teile dabei? Malach. Oh mein ja. Gott, ich habe nur zwei Teile dabei. Erstell eine Malerei bei deinen. Ich habe keine Malerei. Er hat die Tür aufgemacht, hier sind bestimmt Fingerabdrücke. Wir müssen nochmal raus. Oh oh. Lauf! Er will dich, Stefan! Er will dich! Meinst du, er kriegt dich? Naja, wissen wir, wo der, wissen zumindest, wo der ist. Er hat sich gerade beschwert. Ja. Schon ein bisschen im Effort hat sich nur 4 bis jetzt. Aber ist schon krass, gell? Du merkst den Unterschied. Wir haben ein paar Tage nicht mehr gespielt. Merkst du das? Erstmal ein Würstchen aufmachen. Auf den Shop hier. Aber das war eine komische Jagd. Also solche komischen Geräusche haben die Geister noch nie gemacht beim Verfolgen. Ja, nein, wirklich nicht. Ja, so viel Sensitive hat das aber nicht gezogen, Gott sei Dank. Hä? Eisenhof. Ah ja. Nach dem Ding habe ich 3 Teile an. Jetzt, jetzt habe ich die Leinwand erst. Willst du mich verarschen, du Drecksding? Hm, warte mal. Die Geisterbox lasse ich mal hier, dann nehme ich mal gleich mal das Ding hier mit. Ja, das ist EMF. Hast du Fingerabdrücke dabei? Nee, ne? Ne. Hm. Ah, ich hätte das Ding vielleicht hier hinlegen können, aber wenn ich gejagt werde, ist das vielleicht eher unpraktisch. Hm, schmeiß das mal weg. Nimm erstmal Fingerabdrücke mit. Wir wissen ja, wo er oben ist. Ah, da. Ich leuchte dich heimwärts. Und vorher mache ich mir eine Kippe. Es gibt Briefe und Siegel, dass einer von uns gleich drauf geht. Aber eine Kippe ist eine gute Idee. Funktioniert der EMF-Scheiß mittlerweile richtig?
Tja. Ich gebe den Geist an den Kragen, habe ich gehört. Ja, Stefan. Ja, der war der Geist, aber dieser, der war aber recht schnell aggressiv, der Geist. Ich glaube schon, wenn die direkt reinkommen, sind gestorben, weißt du noch? Sergei zum hab Beispiel. Sergei, die Flitzpiepe. Kommt rein, ja, bam, ja, oder du? Ich erinnere mich immer noch an das Highlight, wo Bunny den Geist Agro gemacht hat und dabei den Sergei gekillt hat und alle stehen vor der Tür und gucken ihm beim Sterben zu. Das war echt unterhaltsam, der Gag. Ah, dass der so schön aggro war, wundert mich auch. Naja, also ich kenn's meistens so, dass sie erstens eine Weile brauchen, damit die anfangen runterzuzählen, aber den hast du echt übelst schnell auf die Palme gebracht. Ich hätte mal was mit dem gemacht. Wo stand denn der jetzt? In den Flur, ne? Ja, im Flur die ganze Zeit über. Aber ich glaube, das war auch ein Poltergeist, weil der hat nämlich ziemlich viel rumgeschmissen und ja, und der fängt auch schon wieder an. Das ist ein Arschloch. So, mal gucken. Hier an der Tür hier hinten. Boah, jetzt habe ich mich erschreckt. Hier rein, an der Tür hier. Und? Da, guck schon wieder. Ja, ich vermute, dass du sogar ein starkes, das ist ein Poltergeist, weil der Fuck der you! Haben wir sonst noch was dabei? Nee, ne? Keine Kamera dabei, ja? Ich hab das Ding mal dahin geschmissen. Boah, das ist Equipment. Warte mal. Ja eh. Ich guck jetzt erst nochmal. Gemälde ist schon. Gemälde. Und im F gab's gerade okay, auch. Okay, gut. Erstmal raus. Ach, die Blutfontäne lief gerade wieder. Ich hab sogar bis hierhin gehört. Ja. Der Soundtrack, der ist so laut, dass du dann einfach in der obersten Etage noch halb hörst. Guck mal, mein Kind schreit. Aber nicht hier drinne. Erstmal schnell raus hier. So. Nee, das wollte ich nicht. Ah. Ja, erstmal hier weg, ey. Ich weiß, wie ich hier es geht und wir hatten eine Staffelei. Oh, ein Ibnis oder ein Nama. Es geht Ibnis oder Nama. Ich hab kurz noch mal im Kleinen gucken, kannst du mal schauen, was die machen. Nama. Ja, toll. Nama hat keine Daten. Ja, hab ja schon längst gemerkt. Ah. Oha. Hey. Oh. Ah.
Ach, toll. Ach da. Ach so, Mikro aus. Was machen die? Naja, es gibt keine wirklichen Daten. Vereinfehlen sie komplett. Na, mega, dann lass uns rein in die Hütte. Was hast du dabei? Er bewegt sich langsamer, wenn er sich seinem Ziel nähert. Also. Ja. Geisterbox oder Dings würde uns noch fehlen. Fingerabdruck. Ektoplasma. Ja, wenn die beiden Fingerabdrücke fallen, schon weg bei der beiden Auswahl, die übrig dann bleibt. Dann nehme ich mal den Kombi mit. Was ist auch ein Kombi? Ja. Ja, komm, 2 zu 2 ist manchmal schneller, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, das Problem ist, Geisterbox an, würde mir nur allein der Hund. Ja, ich guck gerade mal, war das Iblis? Er bewegt sich langsamer, wenn er sich seinem Ziel nähert. Ja, das wäre schon eine Option, allein schon, weil er einfach schon recht langsam hinter mir am Herlaufen war. Sonst hätte er mich nämlich gekriegt. Arme, das können wir nicht. Mal gucken, was rauskriegen. Mehr wie sterben können wir nicht, oder? Nicht mehr als sonst. Man kann ja schon froh sein, dass es kein Geist ist, der in der Jagd, wenn eine Gruppe unterwegs ist. Die Dinger sind ekelhaft. Du wirst nämlich als Begrüßung meistens umgenietet, wenn du das Geisterhaus betrittst. Wie nämlich schon passiert. Dann gehen Kollegen rein. Puff, 1, 2, 3, Bub, tot. Und er wirft schon wieder. Der ist ja richtig begeistert. Ektoplasma! Okay. Ja, Nama ist es. Gut, einloggen. Gut, den haben wir. Da müssen wir jetzt Tiefteile suchen. Ich würde sagen, wir fangen hier hinten erstmal an. Wir fangen hier an in dem Raum. Ja. Immer so frei. Oh, es wäre nichts. Ist nix. Aus der Gesellschaft. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Andere Raum hier vorne. So. Ein Teil habe ich. Okay. Ich guck noch. Zwei Teile. Ein Teil fehlt. Wo rennst du rum? Ich renne ja im vordersten Raum. Ist da was? Nö, ne? Das sieht nicht so aus. Meistens ist es hier vorne was. Ja. Ja, da ist es. Boah, das war was ganz anderes. Alter, was eine Mimik. Hä? Oh, mir ist geschissen. Genach so ein Zettel. Habe ich gerade angepackt, auf einmal Blutspritzer. Aber erstmal sollte ich mir eine Pille nehmen. Ja, ich glaube schon. Aber du hast am meisten abgekriegt von uns beiden. Ja. Du warst schon irgendwie fast auf 60% und ich hatte noch 80 oder so. Und der hat mich auch lieb gehabt, der Wichser. Ja, die beste Begrüßung fand ich ja echt, du kommst hoch und du wirst dann erstmal mit den halben Inventar beschmissen. Ja. Naja, wenn das passiert ist, normalerweise sind Anzeichen auf dem Poltergeist, aber anscheinend macht ihr das auch gerne, ne? Ich fress trotzdem eine, wir haben ja mehr Wege noch.
Heißt, uns fehlt noch ein Waffenteil. Ich bin mit dem Kruzi bewaffnet. Soll er kommen. Ja. Ich gehe davon aus, dass er da oben ist. Meinst du beim Geist oder im Keller? Weiß man nicht. Ja. Erstmal Richtung Toilette. Bleibt dann die alle, die den Kopf da dagegen haut. Muss man die Waffenteile dann es. Hin? Muss man die Waffenteile dann ich hab bringen, es. Oder? Nein. Ja. Nee, heb mal das da auf. Hä? Ja, komm doch mal hier hinten Richtung Klo. Wow. Total. Wow, man sieht das Licht von dir kaum noch. Du willst doch nur, dass ich die Waffe nehme, du Furzkopf. Nein. Diesen du schon selber, heb mal da auf. Toll, was soll das bringen? Warum so hebst du das nicht auf? Hab ich eben schon, mach mal. Wow. Die Gimmick ist schon eklig, ne, wenn du damit nicht rechnest. Ich hab noch nie ein Waffenteil auf dem Klo gehabt, du? Nein, tatsächlich. Und wir haben die Arschkarte. Weil, ja, wir müssen zu dem Geist oben hin. Ich sag, die ist oben. Sagst du? Naja. Ne, ich hab sie hier an der Ecke. Und jetzt aber schnell. Tür ist noch offen. Wo bist du denn? Meine Fresse. Ah, hier vorne. Wo soll ich denn sein? Ja. Come on, Bitch. Come on. Guck, ob die Tür zugeht. Come on, Motherfucker. Come on. Come on, Bitch. Er wird wahrscheinlich nur erst, wenn du da vor dem Treppenhaus baust. Passiert immer noch nichts. Come on, Bitch. I'll kill you. Ja, du musst mitkommen, glaube ich. Meinst du? Nee. Na, manchmal dauert es auch einen Augenblick. Na, komm mit. Hm. Ja, die Tür ja, was denn? Ich hab nur geguckt, ob die Tür noch offen ist. Ja, dadurch, dass der Geist sich da hinten versteckt, ist das Jagen ein bisschen nervtötend, ne? Naja. Motherfucker! Hello! You asshole! Aber ich gehe nicht die Treppe hoch, du auch nicht. Der kommt irgendwann. Ja, wenn der im Flur hausiert, ist das irgendwie ein bisschen einfacher, ne? Hm. Ist immer noch offen. Boah, ich hab keinen Bock die Treppe hoch. Du musst vorgehen, du hast Kruzi. Aber du brauchst nicht den In-Game-Voice nicht machen, das Spiel reagiert auch so auf das Mikro. Ist doch scheißegal jetzt. Du musst schon ein bisschen provozieren, ne? Ah. Das war die Hello, Tür. Komm, die Tür ist zugegangen. Nö, ist immer noch offen. Hä? So, die mache ich jetzt mal zu, damit wir da nicht dran hängen bleiben. Ey, muss schon vor, ne? Ja. Voll, ey. Faule Sau. Ja.
Wenn ich dir hier vorne provoziere, bist du dann eigentlich schon reich, weil das gehört ja auch mit zu dem Raum. Ich mach das trotzdem über irgendwas. Come on, Motherfucker, come on! Hello, bitch, come on! I kill you! Fucking bitch, come on! Hello! Ich geh da die Treppe hoch, Alter! Ja, das ist ein geschlossener Raum, das nervt, aber übelst. You fuckface it! You fucking bitch, come on! I kill you! Willst du mit der Waffe hoch? Ey, hab ich jetzt keine andere Wahl, ne? You asshole, come on! Fucking bitch! Komm mal. Hello! Alter, redet nur mit einem, wenn du alleine bist. Machst du schon. Ja, aber hast du es gerade mal, ey. Du hast einen Grüzi! Hello, come on! I kill you! Come on, fucking bitch! Hello! You stupid fucking... Fucking bitch. Na, ich lass hochgehen. Geh! Hello, bitch. Du musst hoch. Nicht warten. Du hast einen Kruzi. Du kannst einen Angriff abwehren. Hello. Show yourself, you. Show yourself, you bitch. I'm kidding you. Fucking bitch. Show yourself. You. Show you. You motherfucker. Show yourself, you motherfucker. Show you. Give me a sign. Give me a sign, you bitch. Come on, you asshole. Fucking bitch. Show you. I kill you. Show yourself. Show you. I kill you. Da, bewegt sich irgendwas. Komm. Show you, komm. I'm kill you, you asshole. Motherfucker. Der kommt nicht. Come on, du Bitch! Du dumme Dreck! Motherfucker! Ja, komm doch! Komm mal, Motherfucker! Komm runter, der hat geredet mit Mannes im Flur. Lass ihn kommen. Stopp, lass langsam, sonst sehe ich ihn nicht. Hello, Motherfucker! Come on, kill me! I killed you! You fucking Bitch! Der kommt nicht. Geh mal wieder hoch. Ja. Das ist echt ein Scheiß, der Geist. Come on, bitch. Fuck you, mother, you bitch. I'm kill you. I kill you. Come play with me. Come play with me, you asshole. Fucking play, bitch. Play with me, du Arsch. Komm, wir spielen, du Bastard, du. Hallo, Arschloch. Zeig dich. Komm mal. Jetzt zeig dich. Show yourself. Show you. Come on, play with me, motherfucker. Show you. Show you. Come on. I can see you. Show yourself. Give me a sign. Hello. You make a picture. I'm hit you. Was ist das für Zeichen da auf dem Boden? Ach, das ist das Ding ist da. Da soll man sich, glaube ich, reinstellen. Wie war das? Ich glaube, ja. Oh. Ja. Das war das Ritualaufgabe. Glaube ich. Come on!
Ach so, wir müssen erst die Aufgaben machen. Komm, ich geh mal gucken. Ja, lass mal eben kurz gucken. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas haben die geändert. Ja, ich glaube, wir müssen den Blutbeutel noch suchen. Hast du ihn nicht aufgehoben? Doch, aber ich muss mal gerade. Wir müssen eben rausgehen, ey. Vielleicht reagiert der auch auf weniger Sensitive mal ein bisschen mehr. Das ist ein Fickfressenvieh, ey. Also, die Waffe hab ich. Das interessiert den nur ein Furz, ne? Nö, zeigt sich nicht. Irgendwas stimmt hier. Irgendwas haben die geändert. Wäre auch zu leicht gewesen. Aber mal gucken, was die noch von uns wollen. Solange er nicht irgendwann als Aufgabe steht, bring dem Geist einen Keks, ist ja noch alles in Ordnung. Null. Ach hier, sammel Blutbeutel, führen Sie ein Ritual mit aus dem. Ja. Ein bisschen Blutbeutel sammeln, du hast recht. Sensitiv, passt. Oh, wir müssen alle nur eine Kapsel fressen, alle. Oh yeah. Hast du gegessen? Ja, ist doch mal der letzte, mehr oder minder. Ja, dann komm. Uzi. Waffe hab ich. Blutbeutel. Blutbeutel brauchen wir. Ja, das heißt eine Runde Blutbeutel suchen. Keller. Keller? Ja, wir waren schon in allen Räumen. Keller. Hier hinten habe ich eins aufgehoben. Von auf dem Klo in die Richtung, was ich gesagt habe, hebst du auf, ne? Mhm. Ja, Keller. Oder oben in den Räumen, aber ich habe einen Kruzi-Eimer. Einmal kann er mich eh nicht töten. Und führen wir das Ritual aus und danach geht das erst. Das haben die geändert, ne? Mhm. Da ist er doch. Ja. Jetzt müssen wir das Ritual ausführen. Aber ich glaube, das machen wir mit dem Kruzi, weil wenn er nämlich dann spawnt. Ja, ich habe da eins. Das mit dem Ritual geht, weiß ich aber irgendwie nicht wirklich. Einfach nur draufstellen. Komm. Nee, noch nicht. Doch. Jetzt kommt er schon. Hast du auch schon gehört? Mhm. Guck mal hinter mich. Ja, da ist er. Tür ist zu. Komm. Geh weg da. So. Komm da gleich. Da ist er, okay. Er kommt noch. Bam! Und alles, was die hier so drauf haben. Ghostbusters! Naja, wo ist der Marshmallow-Mann? Aber nur mit 4 Spielern kommen die Geister hier und alles mit Ratten und so. Sonst hat sich hier nichts geändert, ne? Ne, nicht wirklich. Langweilig. Leider. Wir können ins Auto, ne? Mhm. Ich denke, das hier hätte ich mehr getan, du. Ja. Wäre schon schön gewesen, wenn sich ein bisschen mehr getan hat. Gib mir Bier. Ah, okay. Hast recht, Spiel reagiert so. Alles richtig. Ja. Bisschen Taschengeld. Boah. Die Musik will mit dir spielen.
Wollen wir doch? Wollen wir noch einen Geist machen? Einen könnten wir machen, wenn du Bock hast. Ja, aber dann nicht wieder Hospital. Also Piano! Fangkatze. Für das zweite Haus immer noch irgendwie so ganz cool. Der letzte so, keine Ahnung. Da brauchen wir aber wieder vieles Zeug, ne? Da brauchen wir ein Foto, ne, Foto, eine Stativkamera. Eine Kerze, Beruhigungspillen, 1, 2, 3, 4, Kruzi. Dieses Fulu kannst du ja mal testen, wenn du Bock hast. Ach, das, was sie da mit dem einen Update reingefügt haben, ja, das habe ich schon gemacht gehabt. Dann siehst du den Geist. Da wird er aktiv. Fängt er sich an, mit Sachen zu beschmeißen und all so ein Schmuddelkram. Ja? Ja. Also wenn du einen extrem passiven Geist hast, hilft das tatsächlich mal so, dass du den mal in den Arsch schlägst und sagst, mach mal was, ich will nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Okay. Ja. Wenn das allerdings bei aggressiven Geistern machen tust, dann kann es passieren, dass er dann sagt, ich kill dich jetzt, puff tot. Also der Gag kann auch durchaus nach hinten losgehen. Wenn jemand neben dir ist, würde er dir antworten. Er antwortet. Es er etwas antwortet. Passt doch. Wenn die Uhrzeiten finden, dann Computerdaten hochladen und dann die Silhouette. Ah, Silhouette. Aber das war am Anfang doch ein bisschen gekonnt, Buggy. Die Todesuhrzeitpunkte musst du dir merken. Ja, das ist ja nicht sonderlich schwer. Ich hab schon alles, was hast du? Ah ja, Moment. Ich hab jetzt gerade erstmal neuen Tabak geholt. Würde ich wahrscheinlich auch machen, die ganze Zeit im Spiel mit der Kippe in der Schnüt rumlaufen. Wenn du da drinnen wärst und das wäre so, dann würdest du dir eher in die Hose kacken. So einen Scheiß haben wir damals in der Ausbildung gemacht. Wir hatten auf dem alten Industriegelände gab es ein altes Fabrikgebäude abseits, das im Wald stand. Ich kenne ein paar Idioten, die haben auf dem Indianerfriedhof Scheiße gemacht. Die sind weggerannt. Ja, super. Hast du alles hier, ne? Ja, außer meine Kippe. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe erstmal im F mitgenommen. Ja, wir müssen den erstmal lokalisieren. Am besten ist es, wenn der Wald in meinem Eingangsbereich ist, ne? Er antwortet ja selbst, wenn einer da ist, also von daher. Ja, wir haben halt nicht die Arschloch-Variante gekriegt, ne? Cyclone Street. Was tippst du? Hinten oder oben? Hallo. Smile! Ich bin auch drauf. Hallo, du Kakadu. Du Kakadu. Was hallo. Bist du hier, mein Freund? Frederick! Freddy! Adolf! Ready! Bloody Mary! Hat sie nicht gemacht. Scheint da hinten wieder zu sein. Ich tippe in dem Raum oder in dem Durchgang. Give me a sign. Can you speak with me, my friend? Hallo? Gib mir mal ein Zeichen, komm. Du bist doch hier, oder? Der deutsche Synchro wäre echt mal schön. Ja, er ist hier. Komm, give me a sign. Ja, ein Zeichen. Can you speak with me? 5er EMV? Ja. Volle Kanne, der steht genau da. You asshole! Ich geh mal ein neues Spiel. Warte mal. Ich geh mal die Malerei eben holen. Ich darf ja wohl. Achso, vor der Tür. Gefrier auch? Nee, ich bin schon am überlegen, Gefrier, da müssen wir noch mal 5 Minuten oder so gucken, weil das siehst du ja meistens von alleine direkt, ne? Naja.
Da, Malerei. Ja, ich brauche aber ein EMV. Egal, nehme ich mal mit. Ach, er spielt wieder da oben rum. Hä, das klang gerade wie die Veranda-Tür. Are you here? Can you speak with me? Hello? Ah. Verkehr da rum. Ja, super. Jetzt haben wir so quer, ja. Ja, da kann man es ja lesen. Ach, der ist hier drin, der wechselt die Räume. Ist egal, der kommt schon. Ja, hello, hello, hallo, hello, give me a sign, I'm you here, can you speak with me? Der ist wieder abgehauen. Are you here? Hey, you motherfucker, you bitch! Yeah. Close the door! I make that open. Du Asshole. Verlassbar. Wollen wir eben kurz rausgehen? Wir haben keine Kamera reingestellt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen auch... Ich wollte eigentlich die Lampe holen wegen Fingerabdrücke, weil der Begrab stand da unten alles da drin. Ja, habe ich jetzt vor. Nimm ich mit. Du hast ja schon fast alles. Die Tiefkamera ist hier hinten. Ja, da. Nix. Auch nix, obwohl der alles anpackt. Normal hat er auch nicht, weil er ein Hund ist. Nö. So. Kein Bild. Nicht zum Plasma flicken, oder muss er mal mit werden? Give me a sign, my friend. Ah, der hat gerade die Tür. Der hat gerade die Tür begrapscht. Nö, kein Fingerabdruck. Also das scheint echt ein passiver Geist zu sein. Weil der verfummelt zwar alles, aber er sagt nicht wirklich was, ne? Can you speak with me? Can you speak with me, Poltergeist? Open the door, please. I can see you. You in the room. Hello, I am your friend. I make open the door, you can close it. My friend. Show yourself. Show you. Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Der ist unten. Hier unten. Nein, das ist ein Fehler. Der ist oben. Der ist oben. Give me a sign. Oh, das Bild steht aber auch kacke, Alter. Ja, der rennt doch zwischen die beiden Räumen hin und her. Ja, das steht so beschissen. Er wird damit sein extra wünschen. Ich sag doch, er ist hier unten, der befummelt den Schrank hier. Aber lass ihn noch befummeln, der kommt doch wieder hoch. Also hier oben. Ja. Lustiger Zeitgenosse. Ich geh mal auf die Kamera jetzt, ey. Ich auch. Aber so sehen wir ja doch. Ja, wenn das Bild davor steht, siehst du herzlich wenig von der Kamera, du Witzbold. Viel Spaß, du hast einen Gruzi. Tschüsser. Das kannst du machen, ich mach doch nicht deine Arbeit. Wenn du dann ich mach alles alleine hier, doch, man sieht's. Ja, von der Seite hält das wenigstens lustiger aus, wie sich so ein Pinsel bewegt. Der kann fliegen. Ich muss nochmal rein. Das ist schon echt ein passiver Geist. Außer irgendwelche Sachen begrabbeln. Haben wir hier?
da rennt er mit der Kamera durch die Gegend. Oh. War doch richtig gestellt. Er malt. ESG. Geisteraktion. Ah, oh, okay. Oh, es sind sogar Jäger. Jäger? Hä? Geisteraktion ist genau darüber aufgetaucht. Ja, wenn wir jetzt einen Fingerabdruck hätten, dann... Wir haben EMV Stufe 5, ESG Geisterreaktion. Das könnten Jin, Goryeo, Boogie oder Yuri sein. Abbrechend. Ja, Goryeo ist wieder diese Art von Geist, die hier eifersüchtig werden. Naja, der Jin ist ja ein Killer. Er ist sehr schnell aktiv, es zeigt er sich schnell. Boogie, was ist ein Boogie nochmal? Goryeo. Jetzt Boogie. Da toll, keine Daten. Das ist sehr hilfreich. Okay, der Goryeo kann schon mal nicht sein, weil ich war im Raum. Der zeigt sich normalerweise nicht. Yuri. Ja, und Yuri kann es eigentlich schon gar nicht sein. Der hätte schon längst jagen müssen, weil wir ja... Ektoplasma-Flecken. Okay, was ist ein Boogie? Ich glaube, da gibt es da gar keine Dings beim Boogie. Ja. Geisterbox-Antwort könnte es sein. Ja gut, da kann man nochmal gucken. Was habe ich denn jetzt noch? Das. Ich teste jetzt mal das Zündeldings. Bist du da drin? Also Fingerabdrücke haben wir aber auch keine gefunden, ne? Nee, der geht nochmal hochkommen. Ja, also so gesehen bleibt eigentlich Boogie und Yuri noch, nur noch übrig. Wir sehen es gleich. Show yourself. Gib mir ein Zeichen, mein Freund. Wer bist du? Hey, du Arschloch. Komm. Du musst eigentlich agieren. Der steht doch da vorne irgendwo. In der Lampe. Oh ja, rede mit mir. Speak with me, my friend. Yuri. Jin. Show yourself. Show you. Das ist eine Missgeburt. Keine Fingerabdrücke. Ja. Also Fingerabdrücke schließe ich mittlerweile tatsächlich auch aus. Einfach nur aus dem Grund, weil so viel wie der hier schon betatscht hat, hätte schon längst was auftauchen müssen, ne? Hast du den anderen Ding dabei? Das andere Ding? Den Kompass? Boah, du denkst nicht mit. Boah, ich hab da vorhin keinen gesehen gehabt mehr. Nimm du das da. Nimm die Kombi. Wow. Weil auf die Geisterbox würde er ja auch nicht reagieren. Ja, wenn du die Geisterbox rausnimmst, allein schon hat, wäre so noch Yuri tatsächlich. Also Ektoplasma ist doch irgendwie so die einzigste Chance noch, die wir haben, ne? Ey, wer macht dir Licht kaputt? Ja. Irgendwas macht ihn sauer. Ektoplasma will er aber auch nicht. Das steht wieder hier drin. Wo? Ja, der steht hier wieder vor dem Gemälde irgendwo fast. Da. Der muss hier irgendwo sein. Speak with me, my friend. Ghost, can you speak? Ghost, you asshole. Show yourself. Show you. Give me a sign.
Give me a sign. Gib mir mal ein Zeichen. Kumbaya, Melo. Kannst auch provozieren, gell, mit dummem Rumuschbabbeln. I can see you. I can hear you. Dem, 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 dem. Shut up! Come on, show yourself. Show you. Show yourself. Hello. Show you. Come play with me. Show yourself. Show you. Bitte, wir spielen nicht, aber auch Kekse. Jin, show yourself. Jin, come on. Show you. Jin, show you. Ginny. Your ghost is a Jin. The ghost is a Jin. Das ist ein Jin. Was ist der Jin? Warte, das ist doch warte mal, was kleiner haben wir? Arsch. Beweise haben wir. Das ist ein Djinn. Ist ein Djinn? Das ist ein Djinn. Guck mal, welche Geisterarten geht Djinn. Wer sehr aktiv ist, zeigt er sich schnell. Gorio zum Beispiel wäre. Ja, vor allem neigt er zur Jagd. Welche Jagd? Der hat ja nicht mal, wir haben ja nicht mal Gefriertemperaturen. Yuri jagt eine Gruppe. Oder? Hat die Haustür zugemacht. Nein, nein. Ektoplasmaflecken, wir müssen mal gucken. Ah, der hat mir gerade ein Kästchen aus dem Schrank entgegengeschmissen, das liegt da. Hey! It's not funny! Ja, was meinst du, wie ich mich gefühlt habe, als der mir da unten das ganze Kücheninventar um die Ohren geschmissen hat, mal? Ja, das, wenn du nochmal nach Fingerabdrücken guckst. Ja, dann muss ich aber unten anfangen, aber da war der gerade zuletzt dran. Ne. Nix, niente. Der ist hier oben. Geister, hier, Gefriertemperatur. Ja, früher. Ja. Jetzt erstmal. Dann können wir da was anfangen. Ein Djinn. Ich hab's doch gesagt. Ja, aber nur, dass der normalerweise jagen würde, aber ich glaub, den war nee, aber nicht in Gruppe. Hast du? Oh, Moment. Ach, Mensch. Aber diese Ungeduld. So. So. Hat aber echt schon eine Weile gedauert, dass der mal Gefrier gezeigt hat. Ja, der hat ein bisschen gemimit. So, was müssen wir jetzt machen? Die Uhrzeit finden, das machst du, weil ich kann mir die nicht merken. Hier. Oh, die Computer. Haben Sie die Computerdaten hoch? Mache ich dann auch. Die brauchen wir nicht mehr. Das da brauchen wir. Guck. Bakuzi nehme ich mit, um dich zu schützen. So. Computerdaten müssen wir dann hochladen und dann müssen wir die Uhrzeit nämlich einstellen. Nachdem wir die Silhouette, also brauchst du das Ektoplasmaglas zweimal. Ist schon suppi. Ja, ich sag mal, wir fangen oben an einfach. Ja, 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 ja. Wir haben noch genug. Da ich dem Geist keinen Meter traue, schmeiß ich mir jetzt eine rein. Wir haben ja eh genug davon, das ist mir doch Rille. Dann gehen wir mal eine Runde oberste eben durchgucken, weil ich mag das zweifeln, dass das da oben auf Anhieb zu finden ist. Ja, oder eine Silhouette, eins von beiden. Dann musst du wieder am Fuchteln. Ja, du bist doch der Kruzifix, dann geh vor. Ja, komm, so. Guck da oben. Ja, oder Moment, dann lass ich doch noch. Er spielt hier unter dem Licht rum, der Hund. Ah ja. So, hier ist nix. Nimm mich mal hier vor die Tür, du weißt warum.
Eine Uhrzeit. Aber wir haben auch schon mal echt das Highlight gehabt, dass das mit der Uhrzeit buggy war. Wir sind eine halbe Stunde rumgelaufen und dann haben die Uhrzeit zur zweit nicht gefunden. Weiß ich. Da hatte der eindeutig was gegen. Nix, ne? Smile! Mal die Computerdaten, ne? Gib mir mal, pass mal kurz auf. Ich muss 71 Sekunden warten, ich muss gerade die Dings hochladen. Siehst du ja selbst. Sag bloß, der macht das Ding auch wieder aus, wenn du einfach abhaust. Ne, du musst so und so viele Sekunden warten. Panniger wär's doch, wenn der Geist einfach den Computer wieder ausmacht. You don't have much time left. Penner. Ach, lass ihn kommen. Bleib einfach an der Tür da stehen. Zwölf, elf, zehn, neun, acht, vier. Oh, der ist schon hier drin, ne? Kann er doch. Jim, fuck you! Ja, ist er. Brauchen wir noch die Uhrzeit und die Silhouette. Nix? Oh, Jin, fuck you! Piss dich! Verpiss dich, Jin, sonst hau ich dir eine. Kurz raus, damit der nicht mehr so aggro ist. Ah. Der ist aber echt aggro. Ja, das ist irgendwas angepisst. Boah, der hat runter gehauen, Alter. Boah! Ja. Kannst direkt noch eine Fräsi-Fräsi machen. War mir irgendwie klar. Am lustigsten finde ich es, wenn du den Geist hast, der dann, Alle killt, weil, der ist zu lieb hat, ich weiß. Nein, es gibt auch einen Geist, der, den Gesprächen zwischen den Spielern lauscht und wenn ein Spieler quasi aggro auf den anderen wird, dann neigt er dazu, den einen umzunieten. So, dann machen wir im Wohnzimmer und im Badezimmer unten gucken. Mhm. Ah. Ah, ne. Da drüber über den Regal auch nichts. Ja toll, ist eine sehr gute Idee. So komme ich aber auch nicht mehr raus. Ach, das Licht hat er kaputt gemacht. Du bist aber nicht Geist. Irgendwas? Nicht wirklich. Das ist ja an der Wand immer auf Augenhöhe irgendwo. Ja, ja. Und denk an die Silhouette auch, ne? Sehen wir halt nur mit dem Scheiß. Ja, ich gucke ja gerade die ganze Zeit damit, also damit es so um sich umguckt. Maria grade. Room. Limbo. So. Aber ich habe mit der Uhrzeit noch nie wirklich Glück gehabt, davon war abgesehen. We will come for you. Ey, nicht so laut, ich versuche mich zu konzentrieren. Lass dich auch mal ein bisschen lachen.
Du musst ja auch wieder alles kaputt machen, du blöder Geist, ne? Auch nichts hier? Ne. Weiß man hier nicht, guck. Jetzt habe ich eine ganze Runde gedreht, ich habe aber echt nichts gefunden. Hol doch mal die Taschenlampe raus. Habe ich jetzt hingeschmissen oder was? Ach doch, ich hab mit dieser Ding. Oh, so ein Fickfehler, Alter. Ja. Du aber auch, hä? Ja, so halt. Ich hab das nur so ganz knapp gesehen, weil ich doch hinten an der Treppe stand halb. Das fand ich jetzt gar nicht witzig. Ah. Ah ja, schieb du mal dein Zeug. Nix. Draußen warst du auch? Ne, daher war ich gar nicht. Aber wenn ich mitsuchen sollte, hat schon einer das einfach gefunden gehabt. Ich mag das Haus nicht, weil da habe ich auch immer meine Probleme mit. Das hat auch ein ganz lustiger Gag wäre, von wegen die Nebenmission sucht die Fernbedienung und dann schaltet das Programm um und dann kommt auf einmal irgendwas aus dem Fernseher gekrochen, so wie hier unten. Es stalkt uns zwar, aber wir finden echt die Uhrzeit nicht. Nö. Ist auch nirgendwo da. Packt wieder. Ja, super. Mein Lieblingstrick. Ja, dann können wir eigentlich auch schon abhauen, wenn die Uhrzeit fehlt. Ja. Weil das bringt herzlich wenig hin, aber zu suchen, was nicht vorhanden ist. Nur keine wirkliche Verbesserung. Nee, ich denke, die Geisterart stimmt. Da stimmt die, warum soll die nicht stimmen? Ja, schön. Da haben sie Computer, die Silhouette hatte ich auch gefunden, aber hier, die Schrift. Naja. Das ist das Einzige, was beim zweiten Haus echt mal gut gefixt werden müsste, weil das nervt ein bisschen mit von wegen Suche die Uhrzeit, wenn sie mal nicht da ist. Das ist echt ein Problem hier. Ja. Haben die wenigstens mal neue Klamotten oder so reingemacht? Nö. Ja. Ich glaube nicht, dass die so weit waren. Also was ich noch holen muss, ist Dings. Mein Leuchtturm morgen. Ja, den haben wir morgen eh. Morgen sind wir mal zu viert. Das macht mehr Spaß. Vor allem mit einem neuen Spieler. Neue Spieler immer gut. Das ist das umso lustiger. Ja. Aber sonst wieder nichts da. Ja. Das wird wohl noch eine Weile dauern. Und erschrecken tue ich mich auch nicht mehr so wirklich. Außer eben. Das kam aber auch unverhofft. Ja, was die alles hier vorhaben, aber. Sehe ich nicht sexy aus. Ich sag doch, wieder typische Zoohälter. Ey, Mobbing. Gib mir Bier. Ja, du. Da war ich zu schnell. Miado. Gerade. Piano. 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 Geht doch. Ich wollte gerade sagen, ey, jetzt packt das Piano kein von uns mein. Das ist auch mal was Neues. We don't give a fuck. Und es gibt viel zu wenig Features hier. Ja.
halt Early Access. Bei dem anderen Early Access Spiel, was ich angefangen hatte, da passiert auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich was, obwohl das schon seit Anfang des Jahres. Piano, stopp! Scheiß Piano. Miau! Piano und die Techno-Mucke, jawohl. Ich hab deinen Ball verpackt. Echt? Guck mal, der tanzt zu deiner Musik, der Ball. Nö, warum liegt der da? Ja, jetzt. Gerade hatte der richtig schön Backdancer anstatt der Ball. Was kann ich für sie heute tun? Nimm einen Volley zum Mitnehmen. Ja, einmal Spiel verlassen zum Mitnehmen, kriegen wir hin. Das ist ein bisschen traurig. Morgen wird's witziger mit der Dings. Lass dich überraschen. Ja, es macht irgendwie mit Neulingen immer noch mehr Spaß. Ja, wenn man schon kennt, das ist das Problem. Was machst du jetzt? Ich würde wahrscheinlich noch irgendeinen Film gucken und dann werde ich mich lang machen. Ja. Heb ich mir meine Energie lieber für morgen auf. Ja. Vor allem, wenn du zu viert spielst, kriegst du auch die Dings. Da kommen so Poltergeister und so weiter, so Lichtgeister und so. Musst aber zu viert sein, Aber nicht mit so Eierköpfen wie vorhin. Voll verdrückt. War nicht schlecht. Ach, wie ist das Spiel, hat so viel Potenzial, leider dauert es ganz schön lange, bis da was rauskommt. Warum wirklich lange? Ja, wenn die das halt so wie im WTO machen, man sagt, man lässt den Leuten einfach lange warten, um was Größeres rauszuhauen. Das kommt meistens nicht so gut an, der Trick. Oh, ist das schön, wie 90% auf den Dings da stehen. Oh, herrlich. Das ist ja echt nicht mehr viel, was da fehlt. Ja, da geh ich Story genießen. Oh, Story kann schon recht unterhaltsam sein. Du machst ja jetzt schon schlapp, geh ins Bett. Das Gebiet hier ist aber nicht so groß. Na, welches Gebiet? Wo ich jetzt bin. Naja, es geht. Also hier geht ganz schön flott, mein lieber Mann. Ja, du hast da unten noch ein ganzes Stück. Ich fliege erstmal darüber. Ich hab gesagt, schwimm, ich kann ja noch nicht fliegen. Da lässt mich der Gute wieder alleine heute. Ich hab auch nicht vor, jetzt während der Wohnungssuche die Nächte durchzumachen. Hab ich überhaupt nichts von.
Ja, genau. Hey, hauen wir da noch mehr Dots-Schaden rein. Dummes Vieh. Und jetzt gehen wir auf den Sack, ey. Ist ja ekelhaft. Das ist doch pure Absicht von den Entwicklern. Wie das Game nicht so viel Spaß machen wird. Ja, was mir bei Game Pass gefallen hat, echt gesagt, dass die Story ganz cool gemacht ist. Er will ja pennen gehen und mich alleine lassen. So ein Schweinehund. Ja, kann ich halt. Ja, brauchst du gar nicht probieren irgendwie, was ist okay. Du musst das leider auch nicht machen. Hab ich immer gehasst wie die Pest. Blöde Klaue, schmeißt bleibt auf den Arsch. Oh ja. Yeah. Das Gebiet hier ist nicht so groß. War so Glück? Naja, nach der Größe eines Gebiets, das ist immer so eine Sache für sich. Ein Gebiet, wenn ein Gebiet groß ist, ist das eine Sache, aber wenn es da drunter... Ich bin doch fast fertig! Das hier ist klein. Pass auf, bin ich mit der Axt rumlauf. Ich hab auch schon was Geiles zusammengebaut. Im Kopf. Das muss ich erstmal nehmen, bis ich das andere Zeug zusammen habe. Also erstmal, dass ich einen Ausgleich habe, weißt du? Weil ich komme an die anderen Teile ja nicht dran, noch nicht. Dauert ein paar Monate. Ja, es dauert halt alles eine Zeit, aber. Da kann ich auch erstmal auf die Axt gehen. Das bringt für uns beide mehr, weißt du? Da springe ich Fire Build. Fire Heal Build. Das ist Meta-Build, weißt du? Keine Ahnung. Ist ein Meta, ist ein Mix. Aua! Auf mich mit Eis zu bewerfen, eine blöde Kuh. Ja,
Also von Demon hätte ich mir jetzt schon ein paar Neuerungen gewünscht. Ja. Machst du noch nichts dran? War jetzt nicht so spannend für uns, gell? Ja. Das kann man leider auch nicht schön reden. Ich höre okay. Das Glücksgefühl, etwas Neues zu entdecken. So, ich bin jetzt aber weg. Wir hören uns morgen wieder. Ach klar. Ciao, ciao. Ciao. Nerv mich doch nicht. Alter, der nervt mich so übelst, die Piss. Thank you.
Enough for my cologne, tricks, got no pigeons. I'm a king, look at my throne. Keep it real, I'm out to spill. Spit and crack, I'm out to kill. Bought a watch from Richard Mille, and I ain't even got a deal. My mama said that I'm a clown. I can't believe it, I'm Stop!
proven wrong. Now you watch me shine, yeah. You wanna test me on like to play. Don't take this shit personal, I'm going like today. You see my name everywhere, I think you're safe to say. Don't come at me like you got my phone, mate. You wanna test me on like to play, no. Don't take this shit personal, I'm going like today. You see my name everywhere, I think you're safe to say. Don't come at me like you got my phone, I make this case. Come on. Catch up to me, leave it in the rear view. I wish that it was up to me. The world would never fear new, but here's two. Losing sleep, rising up at dawn. Every week I drop a video, a self-produced song. They still sleeping, but it's okay. I'm still not in gear two. Wait until the pace pick up and watch who they give theirs to. Scrap told me shit is getting hella cinematic. So I'm betting on my talents with whatever's in my balance. Completing all my beats, but my attic unfinished. An addict with a vision, cause I'm at it, not quitting. By any means necessary, that's how we gon' get it. It's time to lay my foot down, up is where I'm headed. I count blessings, not my ills. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my health. I stay bout it, I'm not pouting. Break through walls and climbing mountains. If you want it, scream it louder. Show this world what they've been doubting. I feel like Millie Bobby Brown with the force on checks. Strange shit gon' be occurring if you walk past that. Drawing lines in the sand. Ich kann's kaum erwarten, diesen Ort zu erkunden. Life is a bitch, but a thigh's in my hand. And we cap bound, scoring like a stack house. You doing dabs, I'll be in the studio until I pass out. My moves are confidential, success is all mental. If you work, you gon' get it, this is not coincidental. I'll do this my own way, I don't need Dolce. They heard me overseas, now I'm growing like game. By any means necessary, that's how we get it. Time to lay my foot down, cause it's up where I'm headed. I count blessings, not my ills. We ain't stopping I till stay we get focused, there, man. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my health. I stay bout it, I'm not pouting. Break through walls and climb it mountains. If you want it, dream it loud. And show this world what they've been doubting. About niggas watching ain't no hiding out, smoking big dope when I'm riding out. You ain't gang what you lying about. It was first Vine, now it's the clout. Instagram with the hype about. Let a nigga gon' act up, fuck around and bring them lines out. Who they saying gon' harm me? I keep something they armory. Bring me pain like the army, just for the time we were starving. Yeah, stomach aches got me heartless. Yeah, I was jugging in and out the market. Hey, I ain't choose this lifestyle, this how it all started. Wenn ich recht damit habe, welche Artefakte in diesen Gräbern liegen, müssen wir sie finden und gegen die Auferstandenen einsetzen. Bitte kommt mit mir. You can see the pain in my eyes.
Fühlt meine Seele in euren dunklen Schwingen. Euch geschlagen. Ihr wisst es nun. Lebenspunkte erhöhen sich. Get sick of them pipe dreams. I let myself blow like it's hair shin. Controlling the beat like a Mike Dean. Most of the niggas, they been demonic. Look at the niggas, see where you get in love. Say it's love when you hop with you down. Then when you up, they is hate. I came in the bitch from the mainland. You hitting right now when you be a fan. I'm doing them been made. Then I fell off like a band-aid. My word is bound like a cat. Dude told me I was happy. Hear him dealing in the patches. Some of these niggas, they bad. They ask me to do when they match you. Plus, when the shit's for the money. They wanna get wet, so I ain't check. Tap some hoes like I'm Check West. Yeah, I get money, I get respect. Bro, get the money. It's a lot of fucking shit I can't afford. Fuck a nigga tryna act rich. Even spoke that music. I just ain't no lean, this ain't a four. I just took a rich nigga, bitch, I scored.
Ich brauche Hilfe! Kräftige Lebenspunkte erhöhen sich! Manipulate your body, your legs at work 24/7. They barely pay me. Put a man through hell to result in scary. Provide for family, provide for neighbors, provide for strangers. Prepare for danger, prepare for nature. I'm still in danger. Minimum wage is a hard labor. Money for the brother, but we got some pigment. Money, money, money is the longest distance. The world engrossed, just like malignant. So please have mercy for the younger sister, and please have mercy for the elder women. I'm off today, I need an awesome drink. 7-Eleven right across the way. I think I might just pass. I'ma keep you safe, cause the cops shoot me. But it's in the chest to face the government. Why still ain't here to place the big way up in the phone for that. Doesn't matter if you're less than a human race. Better than what folks doesn't even say. You were bruised all up, it was out of place. So get you in your body, all hands are great. You got fucked on your plate, you will lose your taste. To read if you want sin, no sanctify. The fall so thick, you straight out. The boys on the block get crucified. Send a brother way up to the lonely sky. Cause I still don't think with an open mind. Take a walk, you can't do shit when I can't do shit when I can't do shit when I jump to embrace the one that can do the comfort of amazing them. Steady raising them, the ball barrier. All your eyes failing you, killing you, revealing you. Since the interview, these politics are so overdue. It's time for y'all to get overdue. I play a fool so I can kiss the fool. Never misconstrue, you can't change the rules. My mother said I got missed schools. I just couldn't believe, I really think it's true. Got a camera through, in the midst of pain. And it serves the same, cause it's out the rain. Maybe I could gain like a stocking chain. Now I'ma aim like a shooting range. At the top of the thing, where they raise the goal. So pick a side, cause you really can't have a move. Stretch in your life, you know. Do you really want the fast like cars to go? One thing you gotta do is yourself, so murder you fast, they'll let you know. So when they come with an offer, you tell them no. That fortune and fame ain't nothing. We got an automatic rhyme for the industry. Head first, cause coming ambitiously. Black crime get around like bigotry. So instantly, like a solid phrase, maintain, don't change, cause it's just a phase. Every day in the streets, my name will ring. Every day in the streets, them things are bang. Reload them things like click clack, like Hampton dressed in all black. Just where they coming right back, cause the world can make the streets. So things like click clack, like you were dressed in all black. Just waiting, coming right back,